Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de und letztes Mal waren wir bei Lea und den Jungs haben die umgestylt und wir haben Felix beerdet, der Arme, ja. Aber er ist doch mal zu Besuch gekommen dann, sehr, sehr cool. Heute geht's weiter mit unserer Vampir-Family hier in Forgotten Hollow. Und wir gucken mal, wie wir mit euch das Weihnachten feiern. Denn unser Blut, er kann ja schön die Bäume, die Geschenke sabotieren hier, oder? Aber zuerst gehen wir in den Cas. Cas.FullEditMode gebe ich dazu ein, damit ich im Notfall noch andere Sachen ändern kann. Aber eigentlich reicht das auch normal. Shift-Klick auf den Sim, in der Stelle einen Sim ändern und dann stylen wir den ein bisschen weihnachtlich um. Bin ich auch sehr gespannt, wie ich das jetzt wieder hinkriege mit denen. Weil die sind ja schon so ein bisschen... Komm, bist du zu Weihnachten mal wieder so ein Blu-Blu oder bist du in der dunklen Form? Machen wir mit dir. Eigentlich leuchtest du schön, ne? Wir wollten noch ein bisschen crazy machen. Komm, dann machen wir Vampir. Dann was ist hier noch? Ah, das ist ja dein Halloween-Outfit. Dann machen wir jetzt hier dein Weihnachts-Outfit. Und da gucken wir mal rein. Und da geben wir dir doch mal was Cooles. Was haben wir denn hier für Weihnachtssachen? Für Vampire? Hätte ich gern was. Ja, ich glaube, da fehlt es ein bisschen dann, ne? Aber wir könnten dir auch mal so ein Anzug... Oh, das ist ja schön hier, Mr. Goldstone. Sowas hat auch was? So ein bisschen hier. Wow. Ja, das ist ein bisschen vampirisch irgendwie, ne? So ein bisschen altbacken. Unser Goldstone. Ja, das könnte man schon machen. Boah, das Weiße sieht auch gar nicht so schlecht aus. Bisschen wie so ein verrückter Arzt auch. Nee, aber das finde ich nicht schlecht irgendwie. Ja, das ist hier volle Kanne Goldstone eigentlich schon, ne? Oder das hier noch mehr mit Hashtag Grünperlen. Das passt eigentlich gar nicht zu Blue. Ja, Blue, eigentlich müssen wir dir sowas anziehen. Du bist unser blauer Weihnachtsengel. Und zwar Teufel. Wow, Mensch. Aber ich würde dir auf jeden Fall auch so was Witziges noch aufziehen. Es soll ja immer so ein bisschen noch ein Spaß sein mit euch, ne? Und dann ziehen wir dir doch die blaue Mütze auf. Ja. Ja, da wirst du nicht mehr gruselig, wenn du so eine Kappe aufhast. Ja. Ja, komm, dann machen wir das doch so. Fertig hier. Next one, Rosie. Wow, ich kenne dich auch gar nicht mehr in deiner normalen Form. So, Vampir durch und durch. Auch hier machen wir ein neues Outfit. Und Rosie. Also Rosie, da muss man schon ins Rote jetzt gehen, ne? Würde ich schon sagen. Ich gehe mal auch direkt mal in den Filter. Rosie wird heute rosenrot. In den Farbfilter natürlich. Und zwar rot. Ja, bitte zeig mir, was da für Kleidchen gibt hier. Kleidchen. Wow. Von der Oma-Kleid. Also ich muss schon sagen, also, oh, das ist auch schön. Das passt voll gut zu dem Schwarz auch. Wow, ist mir ein bisschen kalt jetzt heute, muss ich so schon zugeben, sagen hier. Was haben wir denn da noch? Also dir steht echt alles, ne? Ich möchte eigentlich nicht so sehr in das komplette Vampir-Dings da reingehen. Wobei, wenn wir Blue jetzt so ein bisschen crazy haben, dann könntest du eigentlich auch mal sowas tragen, ja? Das geht immer hier. Ja, klar, nimm das. Nee. Was gibt's denn dann noch? Oh, das passt auch gut zu dir, die alte Vampir-Lady hier, die nie alt hat hier, ne? Aha. Ah, das ist schon cool. Also, das ist schon ein bisschen weihnachtlich auch. Nee, das nicht hier. Das haben wir ja ganz vergessen, das Outfit. Ja, wieso habe ich denn da nicht dran gedacht hier? Manometer. Dann müssen wir da mit dir das machen. Dann müssen wir mit dir da echt das machen hier. Das finde ich geil, weil da gibt es so viele rote, schöne Kleider hier. Ah, das ist auch der Hammer. Guck mal hier mit Vorhangstoff. Na gut, wir machen jetzt bei dir, komm, wir machen jetzt bei dir das hier, ja. Jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir hier das Rote nehmen oder eine andere Farbe. Aber wir nehmen echt mal das Rosie Rody. Komm, bisschen hier funny, sexy Vampire Girl. Dann nehmen wir dir auch, nehmen wir bei dir auch diese Zipfelmütze. Habt ihr alles so ein bisschen Mützchen auf. Ja, das passt ja hier perfekt dazu. Ist auch, glaube ich, zu dir im Outfit gehört das auch. Und vielleicht können wir dir dann noch da so ein bisschen eine Strumpfhose anziehen. Das wäre zumindest mal gut hier on the body. Body Accessoires hier, Leggings. Komm, jetzt brauchen wir da noch was Cooles. Da gibt es auch die... Oh, das mit Schwarz, mit den Herzen ist auch gut. Ein bisschen durchsichtig oder so. Oder wie, oder was. Schneeflöckchen geht auch immer, ne? Wow, also ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das gefällt mir schon ganz gut. Das ist ein bisschen verrucht hier wieder, ne? Eieieiei, oder das hier gleich am besten. Ja, Manometer. Ah, jetzt geht's aber hier ab hier. Mann. Ja, also ich finde schon, oder das Glitzerding, das ist auch cool.
Nee, das passt gar nicht. Auch cool, nee. Ist auch cool, nee. Gut, das ist ja diese komische da. Also, ja, ja, gut. Also, ich würde schon mal irgendwie gucken, dass wir hier das Schwarze nehmen mit den roten Herzchen. Ganz, ganz klassisch. Und dann vielleicht noch irgendwelche schöne Stiefelchen dazu. Ja. Ja. Irgendwie noch war diesen nicht schön. Schöne Stiefelchen, sagte ich. Ja, die gleich erst recht nicht. Wobei, die hätten schon wieder so ein bisschen was Haut-drauf-mäßiges. Komm, zeig mal Stiefel, bitte. Zeig mal die Stiefel. Da können wir eigentlich auch noch wieder rot nehmen. Da haben wir voll gekleckst hier. Oder das Weiß ist schöner, ne? Das Weiß ist schöner. Komm, wir nehmen die. Hm? Ja? Was guckst du denn so? Zeig mal noch dein Kettchen. Da müssen wir noch was ändern. Weil das ist nicht so schön. Wir müssen da, glaube ich, auf den Kopf. So. Und also die finde ich gar nicht so verkehrt. Man könnte da jetzt auch mal noch so ein bisschen was Witziges machen, wenn du schon hier so eine Weihnachtsprinzessin hier bist jetzt, Mädchen. Dann bist du voll der Weihnachtsding. Dann kriegst du auch noch hier so was Rotes drumrum. Ja, das ist auch gut. Ein bisschen was Witziges. Ah, Rabadab. Und wir müssen eigentlich, deine Augen können wir ja nicht ändern, ne? Das ist leider unvergessen hier, ne? Aber wir machen dich auch wieder so ein bisschen was. Komm, wir nehmen einfach den Knalligen da, oder? Oder den da, oder? Der ist gut, der glänzt so ein bisschen noch. Ja, da kriegst du noch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Bisschen so. Come on. Doch, du, da kriegst du was hier vom Federchen Frost hier. Ja, ja. Und unser Vampire Girl. Was machen wir mit dir, Violet? Ich will die Geister mal so lassen. Die sind ja eher mal so ein bisschen komisch. Machen wir hier mal. Da kann man vielleicht was mit Farben halt auch machen. Unser Creepy. Du musst eigentlich so ein bisschen sowas Böses kriegen. Du musst eigentlich sowas. Irgendwie sowas hier, so ein High-Outfit oder so. Mit den Augen allein schon, ne? Oder wir stecken dich heute mal in was Süßes rein. Und das ist schon so knuffig auch, muss man schon sagen, ne? Und es passt halt auch zu Weihnachten als eines der wenigen Objekte hier. Creepy, du kriegst heute den Freezer Bunny, Sternchen, Schneeflöckchen, Strickpulli. Machen wir jetzt. Wir lassen das mal beim Alltagsoutfit auch drin. Das ist ja gleich wieder geändert. Und unser Mädchen hier, unsere Ruby. Ja, du kriegst eh noch ein komplettes Umstyling von uns verpasst. Das machen wir doch auch dann gleich. Also das ist unser Alltagsoutfit. Dann haben wir hier unser Schick-Outfit. Das müssen wir auf jeden Fall nur ändern, ne? Also da geht nichts dran vorbei. Dann machen wir heute das Ruby-Umstyling komplett. Ich hab's euch ja versprochen. Ich liebe dieses Outfit, muss ich sagen, ne? Ich finde dieses Outfit so cool. Das ist so ein bisschen verspielt, kindlich, trotzdem irgendwie modern, aber auch so ein bisschen, ne, knuddelig, bequem vor allen Dingen. Und ich würde auch hier mal gucken, ob wir hier wieder rot und ein bisschen ins Pink reingehen können, ob wir da irgendwas finden. Rubinrot. Ist ja eher so ein Rot, ne? So ein schönes Knallerot, bisschen ins Pink geht das rein. Ob wir da irgendwas finden. Ich weiß, das ist brutal schwer hier. Für unsere kleine Sängerin. Oh, das ist ja natürlich auch der Hammer. Ist sogar aus dem fröhliche Feiertage-Pack. Da muss ich schon sagen, das ist schon geil. Als schick Outfit ist das richtig gut. Ja, und ich finde gerade auch nichts anderes. Deswegen, oh, das ist ja auch cool. Und das ist ja auch schön, okay. Dann machen wir da aber noch mal ein bisschen was dazu, ne? Also die Schüchen, die passen da ja schon. Dann können wir hier, so eine kleine Diva, haben wir da irgendwie, da sind das nicht so längere Handschuhe oder so, ne? Nee, ne? Na gut. Dann kriegst du hier so ein weißes Schneeflöckchen-Kettchen, nenn ich es jetzt mal. Oh, ja, Mädchen, jetzt. Und wir können mal gucken, ob wir bei dir nochmal hier bei der Schigimigi hier vielleicht deine Haare so ein bisschen mal angehen. Ist immer schwierig, bei der Frisur deine passende andere zu finden, ne? Eieieiei, was könnte man denn da noch machen? Könnte man denn da noch machen? Da gibt es auch die mit den Blümchen hier noch. Ja, das ist so ein bisschen wieder. Ja, so ein bisschen zurechtgezurrt, ne? Komm, wir nehmen das jetzt. Ja, es ist zwar blau, aber meine Güte, who cares hier? Alle blau, glaube ich. Ja. Ja, okay. Wir gucken jetzt mal, ob wir da noch ein bisschen was Weihnachtliches bei dir finden. Wobei das ja dein Schick-Outfit ist, dann lassen wir das mal so.
Sportlich geht's weiter. Was machen wir denn bei dir sportlich? Was haben wir denn da für Hüte? Nee. Sportlich. Guck mal, der ist voll schön mit dem Regenbogen hier. Wow. Gefällt mir echt gut. Komm, wir können das auch nehmen, finde ich. Ja, und dann kriegst du noch eine schöne Sporthose dazu. Da würde ich dir vielleicht entweder so weiß oder was Schwarzes. Haben wir da irgendwas Kindliches noch dabei? Rot, pink. Das ist rosa, ist gar nicht pink. Die da vielleicht? Nee. Wieso ist denn das alles rot? Das war doch gerade hier, ne? Ist das schon wieder weg hier? Das ist eigentlich Rubin, ne? Rubinrot. Aber das passt nicht zum Oberteil. Ich zieh dir jetzt mal so ein Höschen an. Da kannst du schön mitlaufen. Und da kriegst du... Was kriegst du da für Schuhe? Da haben wir doch welche. Guck mal an. Ja, ich nehme jetzt mal die da. Rabada! Ja, war da Yipdi-Doo hier. Mhm. Schlafklamotten. Was nehmen wir da für dich? Oh, das ist natürlich auch heiß. So als kleine Goldstone. So ein schöner Morgenmantel oder sowas. Das ist schon cool. Wow. Oh, das ist ja voll hier. Wow, das ist ja cool. Goldstone, Morgenmantel. Approved, oder? Schüchchen noch ausgezogen. So kannst du ins Bett gehen. Ja gut, also mit der Frisur ist hier auch wieder schwierig. Ne, was macht man da? Das wäre auch noch schön für schick oder so. Ja, das ist leider... Du bist echt hübsch hier, Mädchen. Wirklich mal. Das kannst du hier so nicht bringen, ne? War das so irgendwie? Aber die flechtet ja die Haare nicht da für die Nacht, oder? Lass mal das Normale. Party-Outfit! Jetzt kommt's hier. Also ich finde das schon mal ganz schnuggelig. Hier muss man schon sagen. Vielleicht haben wir da für dich irgendwie auch so ein bisschen was Wärmeres noch. Ausgekleidung. Guck mal, das ist voll die Dame hier jetzt geworden. Haben wir das doch? Passt schon soweit. Ja, Kinder schminkt man nicht hier. Nee. Badeklamotten, da finden wir auf jeden Fall was Schöneres. Guck mal, hier aus Jahreszeiten gibt's für dich was. Der ist doch cool schon mal. Ja, anders gibt's hier keine Alternative. Das ist auch voll süß. Das gefällt mir nicht. Das finde ich ganz gut. Ja, machen wir das. So, das heiße Kleidung. Da fällt mir das sofort ins Auge. Ich finde das total cool. Das ist ja dein Alltagsoutfit. Das ist schön luftig eigentlich. Wir können dir auch so ein Sommerkleidchen geben. Das ist auch heiß. Ja, das ist cool. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber ich nehme da mal das Rote. Das hat, glaube ich, deine Schwester auch gehabt. Kann das sein? Was haben wir da noch? Guck mal das an hier. Das ist ja mal was. Kenne ich auch noch nicht richtig. Das wäre berühmt. Aber finde ich auch gut, muss man schon sagen. Also gibt schon so ein paar Sachen hier. So ein bisschen, das ist ein bisschen schnörkelig auch wieder. Das ist wieder dieser Vampir-Touch. Finde ich ganz gut. Ja, und trotzdem irgendwie schick. Nehmen wir das. Und jetzt hier, last but not least, da würde ich am liebsten auch wieder das hier nehmen. Ah, das haben wir gar nicht genommen. Wir haben Ähnliches genommen, aber... Das nehmen wir da, oder? Das Gleiche, oder das... Ich finde das halt echt gut. Ich finde das halt echt gut hier. Ich würde gerne schon in dem eher dunkleren bleiben. Und... Ruby, Rubinrot... Oh, da gibt es auch, guck mal, eins mit dir. Wo war das jetzt? Hier mit so... Wow, mit so Flecken und so. Das ist auch toll. Ja, komm, dann nehmen wir doch mal das hier in die Auswahl. Oder wir nehmen hier ein schönes... Das ist ja auch cool. Mit den Schneeflöckchen da ein bisschen was. Was haben wir da noch? Ja, ist langweilig. Komm, wir nehmen das da. Das passt gerade winterlich ganz gut dazu. Ja, ist auch schöne andere, ne? Richtig schöne. Mit Tannenbäumchen auch. Nicht so schlecht hier. Ja, aber ich nehme jetzt das mal. Das ist auch cool, aber ich nehme mal das. Schuhe sind in Ordnung, kriegst du noch ein paar Socken rein. Sehr schön, da kriegst du die wegen mir. So. Handschuhe gibt's auch dazu. Ja. Okay, und jetzt machen wir dein Winter Party Outfit. Das gibt's hier. Und da müssen wir jetzt gucken. Also ich fand ja das ganz toll. Das ist so ein bisschen halt... Ja, wenn wir da vielleicht, geht das bei euch auch, so eine Strumpfhose reinzieht, dann ist das so ein bisschen wärmer. Vielleicht finden wir ja auch da eine passende. Das mit dem Blümchen ist schon mal gar nicht so schlecht.
Eine süße Strumpfhose. Ja, das mit dem Rot beißt sich halt schon, ne? Ich beiß dich gleich, wenn du mir so komische Hosen da anziehst, ja. Wir können da auch so eine neutrale nehmen. Das sieht man die da auch. Aber wir können da so eine neutrale nehmen und dann die Strümpfe da so drüber ziehen. Das geht auch. Sieht man fast nicht. Sieht auf jeden Fall warm aus. Und da jetzt aber... Da jetzt auf jeden Fall irgendwie so Stiefel dazu. Die sind wieder so mächtig. Da stolperst du ja über dich selber. Ne, da müsste schon irgendwie schwarz oder weiß hier, ne? Ja, ja. Da gibt es auch so schöne. Das sind voll die Goldstone-Schuhe hier. Voll die Goldstone-Schüchchen. Manometer, ja. Das passt halt wieder zu nix, ne? Das geht noch. Da erkennt man es fast nicht, ob es jetzt rot ist oder ob es so dieses. Ja, ja, Mädchen, jetzt sei mal nicht so. Jetzt kriegst du noch ein Mützchen auf und dann passt das. Kannst du da gehen. Dann kannst du da gehen. Ah, jetzt gibt's für Kinder auch diese Weihnachtszipfelmütze. Ach, Menno. Rubber. Oh, die steht dir aber gut. Die steht dir aber echt gut. Oder die Rudolf-Käppchen. Das Rudolf-Käppchen ist auch schön. Dann bist du mit Julian im Partnerlook. Komm, wir nehmen das Rudolf-Käppchen. Aber in weiß hier, oder? Das ist cool. Das ist cool. Cool, das ist cool. Ich weiß noch nicht, mit der Strumpfhose, das ärgert mich eigentlich noch so ein bisschen. Ich hätte das halt ganz gern irgendwie. Ja, so ein bisschen. Weiß. Ich will es eher irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich will es eher dunkel machen. Die Schuhe sind schon komisch, aber es ist Goldstone. Das ist perfekt eigentlich, ja. Können wir da noch dir irgendwie was? Gibt es bei dir eigentlich? Auch sowas wie so süße Ohrringe oder irgendwie sowas? Das brauchen wir doch noch. Guck mal, da hat es doch was hier. Guck mal, da gibt es doch sogar aus dem Feiertagepaket hier was. Das ist doch schön. Ja, jetzt guck mal das an hier. Mann. Das wird wahrscheinlich nicht gehen bei dem Outfit, ja. Wir können mal gucken, ob wir da nochmal irgendwas. Da haben wir auch so immer mal wieder irgendwie was Witziges. Aber bei den Kids jetzt auch nicht. Ja, dann passt das so. Das ist okay. It's okay, it's alright. Bei den Armkettchen und so wird es auch nichts mehr geben. Ist da irgendwie rausguckt, nee, ne? Ja. Ja, komm, Ruby, dann lassen wir das so. Also, Ruby haben wir heute umgestylt, kompletto. Das ist ihr Alltagsoutfit. Dann haben wir hier das Shigimigi-Outfit. Dann die Sportkleidung. Schlafkleidung. Unser Christmas Outfit und unser normales Party-Ausgekleidung. Dann haben wir hier die Badekleidung, das heiße Wetter-Outfit und das kalte Wetter-Outfit. Creepy hat einen kleinen hier Overall anbekommen. Die Violet haben wir ausgelassen, wegen Geist. Wegen Geist. Unsere Rosie hat hier, wow, sexy Hexy bekommen. Und unser Blue, der ist so ein bisschen vampirisch. Orientalisch, wie auch immer, aber ich find's geil. Das ist Blue. Und ich bin Daniel von SimFancy. Sehr gut. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich habe nämlich noch einiges vor mit euch, ja, weil wir müssen noch den Baum bei euch schmücken, weil ich will das unbedingt mit euch auch ausprobieren, wie das ist mit den Geschenken, die man ja schön sabotieren kann. Das machen wir heute noch. Komm, komm, komm. Laber doch nicht rum, laber doch nicht rum. So. Wir haben jetzt hier in Jahreszeit natürlich wieder unseren Baum. Und ich würde bei euch, ne, ist ja so diese Kitschi-Family ein bisschen auch, dann nehmen wir da nämlich so ein. Also da muss eigentlich der Goldstone-Baum rein. Also ich wüsste nicht, welcher sonst. Oder der, der ist cooler. Boah, oder der. Ah, der ist mir ein bisschen zu knallegold, ne? Eieiei, was machen wir denn mit euch? Eieiei, also der ist schon geil. Ich glaube, ich nehme den. Ja, jetzt, ich gucke mir die mal nebeneinander an. Man kann ja hier ein bisschen hier die Auswahl dann besser treffen. Das ist auch cool. Boah, der passt zu Violet oben voll gut rein. Oder hier ins Wohnzimmer. Mega! Den nehmen wir auf jeden Fall. Also wir können auch zwei leisten, oder? Ja, dann packen wir hier nochmal den...
anderen rein hier. Ja, wir haben ja extra Platz hier für alle. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich habe zwei Bäumchen. Hallo? Ja, wenn das so gut passt, dann habt ihr wieder... Ja, Schatz, hast du einen Baum gekauft? Ja. Oh nein, ich auch. So irgendwie, ne? Okay. Jungs, Mädels, alle mal hier hinkommen. Ja, bitte, ja. Alle mal hier hinkommen. Alle mal hier hinkommen. Rosi, wo bist du denn? Hier hinbringen. Hier im Jahreszeit. Das ist die wahrscheinlich noch. Einschalten. Farbe, das ist dann nur Farbe. Kann man da nicht irgendwie Geschenke jetzt runterlegen? Was für ein Kack. Wieso geht das bei den Bäumchen nicht? Geht das nur bei den anderen oder wie? Ja, das ist ja blöd. Ich hätte das wirklich schon gern irgendwie Geschenke jetzt runtergelegt. Kann man das erst beim Winterfest oder was? Ernsthaft jetzt? Ich probiere es mal aus mit dem anderen Baum. Ich glaube ja, geht das nur beim Winterfest? Ja, fast nicht vorstellen. So, wo waren wir die Bäumchen? Da gibt es ja so, so coole Sachen eigentlich. Eigentlich. Und da kann man auch nicht Geschenke? Oh. Aber da kann man hier Geschenke sabotieren. Geschenkeberg unter Baum legen. Ja, das geht bei den Deko-Dingern wahrscheinlich nicht hier. Komm, Blue, runter mit dir. Aber ich flor die Karotte hier. Dann schmückt ihr noch zusammen den Baum. Das geht ja bei euch immer ganz schnell. Hier bist ja unser Flash. So, legst du mal die Geschenke und dann sabotierst du die nämlich gleich. Baum sabotieren kann man auch hier. Durch Scherzgeschenk ersetzen. Oh. Oh, oh. Komm, helf mal hier. Oh, was hast du jetzt hier gemacht? Das ist aber nicht so gut. Ach, du hast ihn sabotiert. Deswegen sieht das so aus, oder wie? Dekorieren mit Spitze aus Weiß und Gold. Mit den beiden hier. Mach das mal. Und dann... Baum beleuchten mit. Mach da auch mal. Oh, Blue, was machst du denn hier? Das ist ja voll der Scheiß hier, du alter Dieb, du. Ja, wir haben zwar zwei Bäumchen, jetzt haben wir noch einen dritten, aber machen wir jetzt mal so ein bisschen Scherzgeschenke. Oh, du Böser, ich hab's genau gesehen. Ich glaube, Blue, das muss man so von alleine machen, ne? Das dürfen die anderen nicht hier zugucken. Party, Ball ist Party hier. Ach, das ist ja wunderschön hier, muss man echt sagen, oder? Da passt ja der mega geil rein. So, wir müssen noch dekorieren, die Baumdecke, und zwar mit Rot und Gold. Mach das mal zusammen, komm. Und dekorieren mit Girlande. Oh, das Licht ist an. Popcorn und Preiselbeeren. Ich will das jetzt mal sehen, wie Popcorn und Preiselbeeren aussehen. Da, 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 da. Christmas in the Vampire Villa House hier heute. So ist das schön. Wow. Oh, ein Creepy ist da hinten auch noch drauf. Wie süß. Ja, die Weihnachtsoutfits zieht ihr erst an, wenn wir die Party schmeißen. Ah, das ist doch toll jetzt. Das freut mich, Leute. Das freut mich echt. Das ist so eine schöne Geschichte immer. Oh, die singt schon wieder. Singst du? Singst du, Mädchen? Sing mal was für uns. Kannst du singen? Singen üben. Aber kannst du nicht irgendwie was singen hier? Theaterspielen üben. Oh, das musst du wahrscheinlich auch noch, ne? Hausaufgaben nicht begonnen. Und Theaterspielen üben. Na toll. Lalalala, was ist denn das hier? Oh Mensch, Popcorn und Preiselbeeren, ernsthaft? Ihr werdet doch alle hier, schnappt mal alle und mit uns um hier, echt mal. Manometer. Echt mal. Daniel braucht noch Screenies. Geil. Ihr seid schon so die, also ihr seid echt die, also dass man da keine Bäume drunter machen kann, das ist ja auch blöd. Das ist ja auch doof. Das ist ja behindert. Entschuldigung, aber das ist doch scheiße. Muss man so sagen. Na gut, na gut. La 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 la.
Ja. Ihr seid echt so chaotisch. Guck mal nach deinen Kräutern hier, Mädchen. Komm. Wir haben doch keine Zeit hier. Heute geht alles ratzifatzi. Wir müssen alle Families hier. Alles ernten. Hier, mach das mal. Komm. Geisterbohnen-Lady. Du brauchst nicht noch grüne Bohnen essen. Da bist du noch mehr hier. Müsst du kotzen. Und du? Wie geht's dir, Blue? Mit 5 Tieren befreundet sein. Das schaffen wir in dem Leben auch nicht mehr. Wir sollten uns vielleicht mal ein neues. Oh, jetzt muss ich aber aufs Klo. Ja, dann geh, komm. Geh pieseln. Grundschule bist du. Oh. Ja, komm, hier, Grundschule. Hallo. Grundschule. Ab mit dir. Den Baum verstecken wir dann einfach. Sagen wir, den haben wir dekoriert. Ja, dann machen wir es so. Okay. Gut. Du bist eingeschlafen, Rosie. Schatzi. Na gut, dann geht der Blue auch in den Sack. Das war's für heute. Vampirischer Schlummer. Du hast dein Gramsee geerntet, oder? Habe fertig, oder? Das sieht im Winter immer so grottig aus. Da weiß man nie, was ist hier. Ist es noch alles? Lebt es noch? Oder? Ja. Okidoki. Liebe Leute, das war's für heute. Ich bin Daniel von Simfernsee. Das ist meine Modern Vampire Villa. Heute war das Weihnachts-Umstyling, Rubys Umstyling und die Weihnachtsbaum-Dekoration und Weihnachtsbaum-Saboteur dran. Ja, bis denn. Macht's gut. Ciao.